Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Im letzten Video ging es ja darum, was wir oder was Valve vielmehr gegen die Cheater machen kann oder soll. Da habe ich unter anderem auch euch gefragt, was ihr euch vorstellen könntet, wie man am besten das ganze Cheater-Problem angehen könnte oder sollte. Und ich denke, folgend auf dieses Video passt folgende Frage eigentlich ziemlich perfekt. Und zwar, was glaubt ihr würde passieren, wenn die Volvos irgendwas machen? Natürlich, wie immer im Geheimen, gerade bei Anti-Cheat-Geschichten, das plaudert man ja nicht aus, das passiert einfach. Und plötzlich gäbe es keine Cheater mehr in Counter-Strike. Alle weg. Was würde passieren? Richtige Bubbler-Konnoisseure wissen bestimmt, worauf ich hinaus will. Ich habe über die letzten paar Jahre immer wieder diese Gedankenbeispiele gemacht. Was wäre, wenn, beziehungsweise auch, was ist aktuell? Wie krass hat das Cheat-Problem der letzten 5 bis 10 Jahre die Community verändert? Und die Frage, auf die ich diesbezüglich hinaus möchte, ist, glaubt ihr, dass es keine Reports mehr gäbe, wenn es keine Cheater mehr gibt? Oder vermutet ihr, dass es womöglich doch noch welche geben würde? Ich denke, jeder von uns kennt es, dass man mindestens einmal, aber eher öfter, bereits als Cheater bezeichnet wurde. Man macht irgendwas mit viel Glück oder meinetwegen auch mit viel Skill. Oder der Gegner hat vielleicht Pech gehabt und du merkst das gar nicht, dass du ihn gerade eiskalt erwischt hast und dass du für dich einfach einen normalen Kill gemacht hast. Das sieht standardmäßig aus, aber bei ihm sieht es vielleicht so aus, als hättest du absolut reingeballert. Und dann kommt direkt auf dem Fuße im Chat, fucking Hacker oder irgendwas. Oder man bekommt es ins Profil geschrieben oder sie posten einfach direkt den Report-Code, weil sie dich gerade reportet haben. Ich denke, das kennen wir alle. Sicherlich kennen auch viele von uns die Momente, in denen man selbst erkennt, dass man gerade wirklich was extrem Freches gemacht hat. In den Best-Offs, die mitunter Sanse schon für mich geschnitten hat, sind immer wieder auch Segmente von mir dabei mit diesen Wackshots, wo ich halt einfach absolut dödeliges Zeug mache, also so aus dem Nichts heraus, einfach mal aus Spaß, oft sage ich aus Spaß, halt einfach irgendwie in eine Wand reinschieße und plötzlich habe ich einen Headshot gedrückt. Ich meine, so arg viel neuen Kram mache ich ja nicht. Ne? Also wirklich nicht. Ich würde diesbezüglich ein Spendenziel eröffnen. Gucken, was da reinkommt. Was? Ich habe einfach aus Spaß reingeschossen. Okay. Solche Luck- oder Intuitionsshots oder eben auch andere Sachen. Diese Dinge verschwinden ja logischerweise nicht mit dem Verschwinden von Cheatern. Die bleiben ja nach wie vor vorhanden. Sicherlich in einer geringeren Konzentration, klar, denn die echten Cheater, die sowas mit System machen, die würden ja dann in dem Fall wegfallen. Aber gerade wenn zum Beispiel auch ein sehr guter Spieler auf einen sehr schlechten Spieler trifft, was wiederum halt dem blöden Matchmaking-System vor allem im normalen MM geschuldet ist, also nicht in Primär, da ist es zumindest bei uns so mittel. Wir haben auch schon echt wilde Spiele gehabt, das will ich gar nicht, also da will ich jetzt nicht verneinen, aber die Spiele sind da hauptsächlich passend. Wir haben da sehr oft auch Overtimes, also das ist ganz gut, aber im Matchmaking, gerade weil ja auch die Ränge komplett lost sind, spielst du manchmal als guter Spieler oder als schlechter Spieler, egal auf welcher Seite man sich selbst sieht, gegen jemanden, der genau auf dem anderen Skillniveau steht. Und dann wirkt das halt meistens für den schlechteren Spieler ziemlich heftig, was der andere macht. Glaubt ihr, es würde immer noch Reports geben? Ich denke, die meisten von euch sagen mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja, ich sag das auch. Vor einigen Monaten habe ich vom Dreiklicks Philipp Inhalte verwendet, die er wiederum von Valve selbst hatte. Das war eine Vorstellung, ich glaube, das nennt sich Valve on Vacnet oder sowas, oder Valve on KI Anti-Cheat. Da haben sie halt über ihr Anti-Cheat gesprochen. Das ist, glaube ich, von 2018 oder 2019, also schon ein bisschen her. Und da haben sie unter anderem die Report-Statistiken gezeigt. Im direkten Vergleich mit Vacnet. Vacnet hat zum Beispiel damals nicht irgendwie einfach Leute herausgesucht und gebannt, sondern hat Fälle für Overwatch vorbereitet. Also hat sich selbst aufgrund der Datenlage, die es bis dahin hatte, Fälle gesucht. Zum Beispiel, ah ja, der hat wahrscheinlich Spinbot und der ist auch komisch. Die gebe ich an die Overwatcher weiter und die überprüfen das. Und dem gegenübergestellt gab es die Cases von normalen Spielern, also über Reports halt einfach. Und bei Vacnet, lass mich kurz gucken, ich mach's einfach auf. Drei Klicks, viel. Ja, da ist es ja, Vacnet Anti-Cheat. Mir geht es um diese Geschichte hier. Du hast einmal die Cases, die über Menschen submitted werden, also den Overwatchern überreicht werden und wo dann gesagt wird, guck mal, ob die anhaben. Wenn ja, drückt sie weg, wenn nicht, dann nicht. Und die von Vacnet selbst. Und Vacnet hatte zum Beispiel eine Treffsicherheit von 80 bis 95%. Also die Fälle, die Vacnet an die Overwatcher weitergegeben hat, wurden zu 80 bis 95% dann auch weggebannt. Also Vacnet lag in dem Fall richtig, das war ein Cheater. Bei den Menschen waren es zu dem Zeitpunkt nur 15 bis 30%. Das muss nicht zwingend heißen, dass diese restlichen, ich sage jetzt hier in dem Fall mal 70% der Reports komplett falsch waren oder also, dass die alle an Legits gingen, sondern manche können auch einfach nicht aufgelöst werden, manche Fälle. Ab und an warst du als Overwatch auch überfragt und musstest halt auf nicht sicher drücken, obwohl der vielleicht doch anhatte, den du gesehen hast, aber du warst dir halt nicht sicher genug. Diese Fälle zählen da auch mit rein. Wahrscheinlich kann man plus minus sagen, dass mindestens 50% der Fälle, die von Menschen reported werden, halt Schmarrn sind. Mehr oder weniger ist natürlich beides auch möglich,
Aber dazu haben wir nicht mehr Daten. Aber wenn man dann diese ganzen Fälle im Kopf hat, in denen man selbst oder Mates, die halt eindeutig nicht cheaten, reported werden und man sich denkt, okay, wie oft wurde alleine ich reported, keine Ahnung, so und so oft in der Woche, also so oft im Monat, also so oft im Jahr, dann denkt man sich, es werden wahrscheinlich sehr viele Reports rausgehen, die die Leute einfach nur drücken, weil sie sich ärgern. Leider zählt eben für viele CS-Community-Mitglieder immer noch dieser Spruch, wenn jemand schlechter ist als ich, ist er Noob, wenn jemand besser ist als ich, dann hat er an. Ich weiß, das ist eine Sache, auf der ich oft und gerne herumreite. Ich finde, es ist halt ein interessantes Thema. Und wegen den Dingen, die man eben schon über die Jahre so erlebt hat, plus natürlich diese mitunter klar veralteten Datenlagen, aber gut, warum sollte sich in der Hinsicht was ändern? Es gibt zwar mehr Cheater und dadurch auch viel mehr Reports, die auf echte Cheater gehen, aber wiederum eine viel größere Hysterie oder Panik oder wie man das auch bezeichnen möchte, somit auch wiederum viel mehr False Claims, dass jemand anhat. Also wahrscheinlich sind die Zahlen ungefähr gleich, aber auch da fische ich im Dunkeln rum. Wir wollten gerade vor kurzem mal mit einer Statistik anfangen, wie oft bei uns Reports eingehen, also wenn ich einfach mit euch reinspiele. Wir haben schon gewisse Statistiken, so Win-Rates und sowas, auf welchen Maps sind wir gut, High-Game, Mid-Game, Low-Game, Mixed-Game, solche Win-Rate-Sachen, das haben wir alles schon. Da haben wir Demi, unseren Statistiker, der da immer schön alles einträgt, nachträgt und berechnen lässt. Und es ist eben auch eine Überlegung, mal sowas mit reinzubeziehen. Denn ich würde sagen, mindestens einmal pro Stream, aber eher öfter, kommen irgendwelche Cheater-Vorwürfe gegen uns. Vor allem bei so, also bei lächerlichen Dingen halt einfach. Ich habe am Mittwoch, da habe ich nicht selbst gestreamt, da war ich bei Winifred mit im Stream dabei. Das ist aber auch alles live nachzugucken. Habe ich zwei Runden mitgespielt und in der letzten Runde haben wir auf Overpass gespielt. Sledge war auch mit dabei. Die Tees hatten auf B gelegt, auf Overpass wie gesagt. Und wir kommen halt CT runter. Und Sledge, mein Mate, schießt links an diesem... Na, ich zeig's euch. Was mache ich hier überhaupt? Warum fange ich an zu erklären, hä? Ich geh doch einfach rein. Es war, wie gesagt, Afterplant und wir dödeln halt hier runter gegen zwei oder drei Tees noch. Und natürlich wird hier standardmäßig gecheckt. Hier, das sind halt die typischen Afterplant-Positionen. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle noch gelebt habe. Auf jeden Fall läuft Sledge hier rein und macht dann halt so. Um zu gucken und vor allem zu hören, ist da einer? Treffe ich da einen? Da kriegt er fleischige, blutige Hits. Da war jemand, den hat er auch getroffen, aber er hat das Blutige nicht gehört. Geht halt weiter und wurde dann, glaube ich, hier irgendwie babum gekillt halt, weil da auch einer stand oder so. Und Ihmchen hier hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass er ja Info hätte. Weil warum würde er sonst durch diese Holzwand schießen? Dabei ist es ein absolut standardmäßiger, mitunter eher auch recht schlechter Afterplan-Spot, an dem Terroristen nun mal stehen. Hä? Ein paar Wochen davor war ich der Cheatende, weil die Mates hier am Diffusen waren, ein Tee war noch alive und ich habe ihn hier halt gesucht. Und schlapp hier halt so durch. Natürlich aimend, ich weiß ja, hier ist irgendwo einer. Und lauf natürlich, nachdem ich hier geklärt habe, schleichend, so hier hoch. Und gib ihm halt dann einfach bapp, direkt ins Gesicht. Und er hat sich tierisch drüber aufgeregt, dass ich ja Info hätte, wo er stand. Weil das ist ja nicht normal, dass da jemand hinguckt. Und natürlich wurden dann direkt Reports rausgehauen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es keine Einzelfälle sind. Und genau deswegen, um wieder zurück zum Thema zu kommen, glaube ich, dass Folgendes passieren wird, wenn ein super-duper Anti-Cheat, von dem wir aber auch nichts wissen, plötzlich outgerollt wird im Hintergrund und einfach alle Cheater und auch zukünftige Cheater einfach entfernt. Ich vermute, dass es nach wie vor recht viele Reports geben wird, wahrscheinlich so circa die Hälfte von dem, was jetzt aktuell so ist, oder ein bisschen weniger. Diese Report-Zahlen werden dann aber auch mit der Zeit wahrscheinlich immer weniger, weil es ja keine Cheater mehr gibt, vor allem keine, die halt hardcore reindödeln, also keine Rager, bei denen du offensichtlich erkennst, dass sie anhaben. Dadurch wird die ganze Diskussion über Cheater natürlich immer weiter abflachen und immer mehr auch verschwinden und diese Paranoia oder Hysterie oder was es eben ist, fällt dann auch langsam bei den Leuten. Ich denke aber trotzdem, dass eine gewisse Grundanzahl an Reports einfach bleiben wird, weil man eben gerade bei Online-Competitive-Shootern A, dann wahrscheinlich doch nie richtig sicher sein kann, was sehr schade ist. Das liegt natürlich an der Vergangenheit, die wir vor allem mit Counter-Strike haben und auch bei vielen anderen Spielen, bei denen eben Cheater schon wirklich ein Dorn im Auge der Community waren. Und es ist natürlich nach wie vor, hat auch einfach eine schöne Ausrede, so wie auch, es hat geleckt oder es hat sonst irgendwas nicht funktioniert. Ihr wisst ja, meine Lieblingsausrede oder Begründung bis vor einigen Jahren und manchmal immer noch war diese Lack-Sache. Ich war da wirklich extrem drin, also man könnte bei mir dann von Lack-Hysterie oder Lack-Panik sprechen. Für mich war wirklich jeder Einzelne, der mich erschossen hatte in Counter-Strike, ein Lacker. Weil er hatte ja nur Glück, dass ich ihn davor nicht gekillt habe, sonst hätte er mich ja gar nicht killen können. Das war wirklich lange und richtig, vor allem tief in meinem Hirn reingebohrt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft hatte. Sicherlich gibt es natürlich Momente, die haben mehr Glück und Momente, die haben weniger Glück inne in diesen Spielen wie Counter-Strike. Aber so overall ist es natürlich meistens irgendein Spielerfehler oder fehlender Skill, der dafür sorgt, dass man halt ja, verliert. Ich war leider echt tief in dieser Lack-Sache drin gehangen und habe dann aber vor allem über den Chat halt immer mal wieder auch so ein bisschen Feedback bekommen von wegen, sag mal, jetzt reg dich doch nicht so auf, ne? Du hast doch jetzt einfach halt reingeschissen, was soll's? Oder der andere war halt besser. Natürlich habe ich da am Anfang versucht zu argumentieren, ja, das wissen wir ja nicht,
ob der jetzt gerade zufällig halt irgendwie, ich weiß ja nicht, wo der mit den Augen hinguckt. Das war damals auch so ein Lieblingsthema von mir, das ich in manchen Videos wirklich ausgearbeitet habe, ist ins Feinste. Denn jeder von uns kennt diesen Moment, um ganz kurz einzutauchen, du aimst was ab und guckst halt weg, dann kommt der Gegner. Und dann habe ich halt zum Beispiel, wenn ich gerade meine Augen wegbewege und die Kamera anfängt sich zu bewegen, weil ich die Maus anfange zu bewegen, dann siehst du natürlich ganz fett herangezoomt, wie der Gegner gerade so ins Bild kommt. Oder auch nur, wenn ich meine Augen bewegt habe. Ich aim irgendwas ab und man sieht, meine Augen sind darauf gerichtet, darauf fokussiert, so wie auf euch jetzt. Und dann will ich auf die Map gucken und mach so. Dann habe ich so eine Doppelkameraaufnahme gemacht, wie man meine Augen sieht und den Engel, wo der Gegner rumkommt, und meine Augen fangen an, sich hoch zu bewegen, und dann kommt der Gegner rum. Das waren für mich halt diese Lack-Momente, und daran habe ich mich so festgebissen, dass das natürlich als eine Generalerklärung für fast jedes Versagen von mir selbst herhalten konnte. Es war für mich dann wirklich so ein richtiger Ausredensumpf, ein Morast, in dem ich festgesessen bin. Ich möchte damit übrigens nicht sagen, dass das bei euch oder bei Leuten, die Cheater callen, genauso ist. Ich will nur sagen, dass es Leute gibt, bei denen es so ist. Nicht, dass es bei euch so ist. Wir haben auch schon bei unserer Community ein paar Leute gehabt, die, egal in welchem Spiel, du gehst in irgendein Spiel, was weiß ich, in Forza Horizon rein. Und du hörst von demjenigen sofort, der hat an. Nun ja, ich finde dieses Thema auf jeden Fall sehr interessant, weil es eben auch einiges mit uns macht. Wohlgemerkt aber natürlich, weil die Volvos so lange nichts und vor allem nichts Richtiges gemacht haben, sind wir als Community eben auch dazu geworden. Also ich will ja auf keinen Fall auch die Schuld irgendwie auf die User schieben, sondern natürlich auf den Hauptschuldigen, die Volvos. Hätten die von Anfang an dafür gesorgt, dass wir nicht umgerannt werden von irgendwelchen Affen oder umgespinnt, dann wäre die ganze Sache ja nicht so schlimm geworden über die Jahre. Ist ja klar. Guckt zu Valorant drüber, wie gesund damit umgegangen wird. Natürlich gibt es da auch Cheater, aber bei weitem nicht so exzessive Rage-Kackvögel wie in Counter-Strike, weil es dort gar nicht möglich ist. Klar, man kann da auch mit Hardware, ich kenne die Videos dazu zu den Valorant-Cheats und zu den Communities dort, die da halt rein jodeln, das gibt es dort auch, aber halt viel, viel, viel kleiner, viel unauffälliger. Und das ist natürlich der Erfolg des Anti-Cheats, da kannst du halt nicht einfach so reinrödeln. Dadurch werden die Leute nicht so verrückt gemacht und haben, wie gesagt, einen viel besseren Bezug zu der ganzen Cheater-Thematik. Und wir sind ja komplett gebeutelt in Counter-Strike. Wenn du dir die letzten 6 Monate anguckst, was an Content alleine fabriziert wurde, auch bei mir hier zum Beispiel, es ist ja, also Cheater in der Mitte und alle sind außen rum und filmen und gucken und was machen sie als nächstes, was passiert? Man kann sich da auf jeden Fall sehr schnell verrückt machen und auch lassen. Deswegen versuche ich eben auch mit solchen Videos oder auch die Videos der letzten paar Tage und Wochen auch immer wieder so ein bisschen diese Gegenbewegung oder die Gegengedanken vielmehr dazu zu bringen. Aber ja, ich habe jetzt hier schon wieder eine halbe Stunde reingelabert, mache jetzt erstmal Schluss. Wir machen gleich noch ein Giveaway und natürlich ist die Frage für das Giveaway folgende. Was passiert, wenn auf einmal alle Cheater weg sind? Wie verhält sich das deiner Meinung nach mit den Reports und wie lange dauert es, bis die Community heilt? Bis diese klaffende Wunde sich langsam wieder verschließt? Ich bin sehr gespannt und zeige euch noch kurz den Skin. So eine richtig schöne Ticket to Hell, komplett zugeballert mit Sticker, die man natürlich abmachen kann, wenn man möchte. Perfekt für ein Black and White Loadout. Frage habe ich schon gesagt, hau da rein. Wir sehen uns dann heute Abend. Ich hoffe, ich schaffe dieses Video noch am Freitag vor dem Livestream. Freitag, letzter Tag heute für das Knife Giveaway. Kommt rum, macht mit. Heute ist die letzte Chance, bei diesem Knife Giveaway mitzumachen. Gut, dann bis gleich im Stream. 20 Uhr geht's los. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.